Der bekannte amerikanische Schriftsteller Mark Twain, den du vielleicht noch von Tom Sawyer und Huckleberry Finn kennst, bereiste vor etwa 150 Jahren den Nahen Osten. Und er hat ein Reisetagebuch geführt und das ist insofern sehr interessant, weil er dort auch über die Region des heutigen Israels, über, so nannte man das damals, Palästina, berichtet. Und es ist sehr interessant, wie er diese damals relativ entvölkerte, trostlose, abgeholzte Gegend beschreibt. Und wenn man das im Vergleich zu dem sieht, wie sich Israel heute präsentiert, was in den letzten 150 Jahren, 100 Jahren und insbesondere seit der Staatsgründung vor etwa 70 Jahren dort passiert ist, wie das Land aufblüht, was dort an Veränderung ist, dann merkt man erst, wie krass das ist gegenüber dem, was Mark Twain vor 150 Jahren erlebt hat. Das war 1867, als er sein Tagebuch geschrieben hat. Und ich möchte dir einige Passagen davon vorlesen und gleichzeitig dir einige Bilder von Israel heute vorstellen. Ich glaube, das wird beeindruckend sein. Also, Mark Twain schreibt: Gesamteindruck von Israel. Von allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge sind kahl, sie haben stumpfe Farben, sie zeigen wenig malerische Form. Die Täler sind hässliche Wüsten von einer schwachen Vegetation gesäumt, die einen sorgenvollen und verzagten Ausdruck an sich hat. Das Tote Meer und der See Genezareth schlafen inmitten eines weiten Landstriches von Bergen und Ebenen, in dem das Auge auf keiner angenehmen Tönung ruht. Es ist ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche. Über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Jerusalem, es gibt keine ermüdende Landschaft für das Auge als die, welche die Zufahrtswege nach Jerusalem begleitet. Der einzige Unterschied zwischen den Straßen und dem umgebenden Land ist vielleicht der, dass auf den Straßen etwas mehr Steine liegen. Das berühmte Jerusalem selbst, der erhabenste Name in der Geschichte, hat all seine Größe verloren und ist ein Bettlerdorf geworden. Galiläa und Segenezareth, diese unbevölkerten Wüsten, diese rostfarbenen Erdhügel von Unfruchtbarkeit, diese melancholische Ruine Kapernaum, dieses stumpfsinnige Dorf Tiberias, das unter seinen 6 Begräbnispalmwedeln schlummert. Der berühmte See Genezareth ist bei Weitem nicht so groß wie der Lake Tahoe. Er ist etwa 2/3 so groß. Das trübe Wasser dieser Pfütze kann nicht an den klaren Glanz des Lake Tahoe erinnern. Hier gab es Anzeichen für Ackerbau. Ein seltener Anblick in diesem Land. Ein oder zwei Morgen fruchtbaren Bodens, die von der letzten Ernte her mit dicken und sehr weit auseinanderstehenden dürren Stoppeln besetzt waren. Wir durchquerten einige Meilen lang ein trostloses Gebiet, dessen Boden recht fruchtbar, aber gänzlich dem Unkraut überlassen war. Eine schweigende, traurige Weite, in der wir nur 3 Menschen trafen. Es ist 7 Uhr morgens. Und da wir auf dem Lande sind, sollte das Gras vertaubt funkeln, sollten die Blumen in ihrem Duft die Luft erfüllen und die Vögel in den Bäumen singen. Aber ach, hier gibt es weder Tau noch Blumen, noch Vögel noch Bäume. Da gibt es eine Ebene und einen schattenlosen See und hinter diesen einige kahle Berge. Die kleinen Kinder waren in einem mitleiderregenden Zustand. Sie hatten alle entzündete Augen und waren auch sonst in verschiedener Weise geplagt. Die Bevölkerung zählt 250 Köpfe und mehr als die Hälfte der Bürger lebt in Höhlen im Felsen. Schmutz, Erniedrigung und Barbarei sind Endors Spezialitäten. Der Berg ist kahl, felsig und abstoßend. Kein Grashalm ist zu sehen und nur ein einziger Baum. Israel hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Land dramatisch verändert. Und das ist auch das, was uns biblische Prophetie sagt. Und es ist schön, wenn man so einen verlässlichen Zeitzeugen wie Mark Twain hat, der ganz objektiv einfach das schreibt, was er empfunden hat, und dann sieht, wie Israel heute aussieht. Ich glaube, es ist ein Beweis der Treue, der Versorgung, der Gnade Gottes, und es zeigt, dass das, was Gott sagt, prophetisch sagt in der Heiligen Schrift, dass es wahr ist.
Ich glaube, der Herr hat mehr für Israel und der Herr hat mehr für uns.